Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein 45k-Set für nur 12.000 Münzen bekommen könnt. Und zwar müsst ihr hier bei der La Liga Santander auf die Squad Building Challenge FC Sevilla drauf gehen. Und dann seht ihr auch hier auch schon das vervollständigte Team. Ich gehe das Ganze einfach mal durch. Für mich hat das Ganze genau 11.950 gekostet, also circa 12.000 Coins. Und ich denke mal, das ist eine richtig coole Sache. Und falls ihr öfter solche Videos sehen wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und das ist auf jeden Fall die Mannschaft, die ich hier zusammengestellt habe. Wir senden das Team natürlich direkt mal ab und dann sehen wir auch schon, dass wir das Ganze abgeschlossen haben und ein Prime Goldspieler Set im Shop drinnen haben jetzt. Also das hat, wie gesagt, nur 12.000 Coins gekostet. Ich denke mal, das ist richtig cool für Leute, die sowieso Packs ziehen wollen. Dann bekommen die das Pack einfach mal, ja, für, keine Ahnung, für nur 30% des Preises, das es normal kosten würde. Also das ist schon wirklich eine richtig coole Sache. Ich hoffe, der Shop lädt jetzt mal langsam. Ich muss allgemein sagen, die Server, die spacken einfach mega rum dieses Wochenende. Die Weekend League habe ich jetzt einfach mal abgebrochen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Vor allem, ich habe einfach mal die letzten zwei Spiele nicht normal spielen können, weil ich einfach, wenn ich gedrückt habe, erst eine Sekunde später sozusagen das Ganze ausgeführt wurde und deswegen, ja, konnte ich dann nicht normal FIFA spielen und deswegen habe ich das Ganze einfach mal abgebrochen. Aber darum soll es hier in dem Video nicht gehen. Hier haben wir das 45k-Set, wir drücken einfach mal drauf. Vielleicht haben wir einen Walkout, vielleicht irgendeine Special Card, irgendwas Heftiges. Das wäre natürlich jetzt optimal und es lädt natürlich wieder mal ziemlich lange, so sind wir es gewohnt von den EA-Servern. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze dann auch irgendwann mal geöffnet wird. Das wäre ganz cool. Und hier wird es geöffnet. Und es ist immerhin ein 84-Plus-Spieler. Und das ist der gute alte Draxler. Kevin Draxler mit einem 84er-Rating. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Draxler mit einem 84er-Rating. Eine Special-Card oder so wäre natürlich auch richtig heftig gewesen. Aber Draxler vom PSG, den nehme ich natürlich gerne mit. Und ich bin gespannt, was für Spieler wir noch in diesem Pack drinnen haben. Und ihr seht es einfach. Die Server, die verkacken einfach komplett dieses Wochenende. Die haben einfach keinen Bock. Und ja, hier haben wir dann noch Terry Henderson, Camacho und Hansen im Pack. Und ansonsten, ja, ganz ordentliche Spieler, würde ich mal sagen. Wir machen leider ganz, ganz wenig Verlust. Also aus dem Pack werden wir vielleicht, ja, so, ja, ich würde sagen, so 9.000 Münzen oder so rausbekommen, wenn wir da alles verkaufen. Also von dem her sind es 3.000 Coins Verlust, aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall schlimmer und ich, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr coole Karten zieht. Vielleicht zieht ihr eine Special Card, vielleicht einen Walkout oder sonst was. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.